Hallo, all ihr Dummschwätzer, all ihr Folklorebrüder, die ihr da in eure bunten Kleider der Hanna als Einsatzkräfte durch die Gegend watschelt und dann im Volk bewundert werdet und mal euch auf die Schultern klopft. Oh, wat, wie eifrig und wie edel und hilfreich und gut. Aber wenn die Vorgesetzten nichts denken, dann ist alles nur Dreck. Alles nur Dreck, versteht ihr? Das ist so eine Folklore da, so eine verachtenswerte, mörderische Dummheit. Und das hat sich in vielen Fällen in der Vergangenheit so erwiesen. Menschen sind nachweislich gestorben, weil auf das Universalgenie nicht gehört wurde. Auch in vermissten Fällen. Das ist ja auch schon in den Medien gekommen. Ich will jetzt keine Nebenschauplätze hier eröffnen, aber wenn man sich jetzt hier, Moment, so, auch im Fall Karl-Heinz Lebherz aus Bitz vor einiger Zeit, ist ganz offensichtlich Scheiße getrieben worden. Und das ist einfach ein Skandal. Da laufen sie in der Gegend rum, aber wenn sie nichts denken, was ist das ganze Scheißdreck dann wert, versteht ihr? Die haben so eine unangreifbare Position, weil sie so rot-weiße Jäckchen und Höschen anhaben. Ein Scheißdreck ist es, ein nutzloser Scheißdreck, wenn man nichts im Hirn hat, wenn man nichts denkt. Ja, versteht ihr? Da werden Leute im Wald rumgescheucht. Aber wenn die Vorgesetzten nichts denken, was ist das da dann Ganze? Deshalb spreche ich von im Fall allerdings in solchen Fällen von oft einer mörderischen Strohdummheit. Hier haben wir einen Fall gehabt, wo das Universalgenie, der zukünftige Weltführer in der globalen Babysitokratie, auch wieder Recht gehabt hat. Da hätte eine Frau lebendig gefunden werden können, wenn man auf das überragende Universalgenie vom Planet Erde gehört hätte. Ja, versteht ihr? Ihr seid drauf, dass die unantastbar sind. Die Weiber wollen sich den Typen am liebsten um den Hals werfen, weil sie so... das ist dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Ja, die Männer gehen hier jetzt beim schlechten Wetter raus und auf den Fluss und suchen, und da müssen doch die Weiber schnell in der Küche ein gutes, leckeres Essen zur Stärkung der Männer machen. Das ist ja auch richtig, ihr Weiber, wenn ihr solche Instinkte habt. Kocht uns was Anständiges, das ist schon recht. Aber, und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist auch gut. Und dass man die Leute, die hier was unternehmen, dass man die hinter denen steht, auch gut. Aber ich gehöre auch dazu. Und nicht irgendwo. Das Universalgenie. Ich, das größte Universalgenie der Menschheitsgeschichte, sage ich einfach mal so. Weil ich habe es ja schon öfters gesagt, als es schon um die Frage ging, wer das größte Universalgenie, wer das größte Genie ist, dann haben diese Schwachköpfe den Goethe als das größte Genie dargestellt. Johann Wolfgang von Goethe, Liste der größten Genies, zwei Deutsche ganz vorn, und dann sind nicht mal mich als zweiten, sondern den Einstein. Aber den dummen Schwachkopf Goethe haben sie an erster Position. Aber ich habe es ja bewiesen, der Goethe ist ein Schwachkopf. Der Goethe hat dieses Gleichnis von Henne und Ei geschaffen, praktisch, wo es darum ging, was war zuerst da, Henne oder Ei. Und da geht's bei dieser Frage geht's darum, um einen Kreislauf will man da beschreiben, und dabei
eben die Frage, was war zuerst da? Da denkt man sich, ja, aus dem Ei schlüpft eine Henne und die Henne legt ja wieder Eier. Und dann schlüpft wieder eine Henne draus. Und ja, kann man denn überhaupt sagen, was zuerst da war? Ja, Blödsinn! Ohne einen Hahn funktioniert das Ganze gar nicht. Dieses ganze Gleichnis ist Schwachsinn, reiner Schwachsinn. Der Goethe hat den Hahn vergessen. Also das heißt ganz klar, es gibt gar keine Fortpflanzung, nur wenn man nur Henne und Ei betrachtet. Es braucht zwingend den Hahn, der dieses Ei befruchtet. Also, das heißt, ohne einen Hahn gibt's keine Fortpflanzung. Ohne eine Henne aber auch nicht. Also ist es ganz klar, Hahn und Henne müssen zuerst da gewesen sein. Es kann nicht vorher ein Ei da gewesen sein. Das ist blanker Blödsinn, versteht ihr? Ihr habt den gesunden Menschenverstand verloren, Menschheit. Ich als Weltführer muss der Menschheit den Weg zeigen. Wenn die Menschheit meint, der Goethe sei ein Genie gewesen, dann sage ich, der Goethe war ein Schwachkopf. Dass da einer Versler dichten kann, was ist denn das? Das ist doch nichts Nutzen, nichts Sinnvolles, nichts Brauchbares. Weg. Es gibt auch Leute, die kennen, was weiß ich, 10 Hamburger in einer Minute fressen. Ja und, brauchen wir sowas? Blödsinn. Weg mit so einem Blödsinn und weg mit so einem beschissenen Goethe-Arschloch hier. Und vor allem weg von meiner Nase, wenn man mir den vorsetzen will. Ich bin das größte Universalgenie der Menschheit. Wenn ihr Idioten nicht merkt, dass der Goethe überhaupt nicht auf die Liste gehört, dann sage ich es euch, aber dann setze ich mich an Position 1. Also, versteht ihr? Und jetzt kommen so kleine Würstchen. Was ist denn das? Was ist denn das? So ein Dingsbumslein da, so Früchtchen hier. So Polizeifrüchtchen. Was ist denn das hier? Da hebt er dem die Dings dahin, da die Mikrofone und dann, ach, und ist der seriös und, ach, wie seriös ist der ja, Mann. Dann lasst er den schwätzen und pipapo und denkt, ach, was für ein seriöser Mann. Und bei mir denkt, ach, das ist ja gar nicht seriös. Steckt euch euer Seriositätsblabla in den Arsch, ihr Idiotengesellschaft. Ihr dummes Drecksgesindel. Arian, mörderische Dummheit, hirnverschissener Idiotengesellschaft, bestrafen, sagt Weltführer. Versteht ihr? Ihr denkt, ach ja, und sie haben es ja so gesucht und bla bla bla. Nichts da. Versteht ihr? Man muss euch Idiotengesellschaft einfach nochmal den Planeten zeigen. Versteht ihr? Ihr Arschlöcher, ihr dummen Arschlöcher, schaut euch an. Haben wir irgendwo Google Earth geöffnet? Haben wir irgendwo Google Earth geöffnet? Hier. So. Also, schaut euch das an. Das ist der Planet. Das ist der Planet des Universalgenies. Und das Universalgenie sagt, es gibt auf diesem Planeten nirgendwo einen Menschen unter der Sonne, der mit dem Universalgenie vergleichbar ist. Auch nicht in den USA, nicht in Kanada, nicht in Südamerika, versteht ihr? Nirgendwo, nicht in Asien, nicht in Europa, nicht in Afrika. Nirgendwo gibt es etwas dem Universalgenie Vergleichbares. Und das nicht nur heute, sondern in der ganzen Geschichte. Versteht ihr? Das Universalgenie, der zukünftige Weltführer, hat den Planet betreten im Jahr 1965. Und es gibt nichts Vergleichbares unter der Sonne mit dem Universalgenie. Versteht ihr? Ihr dummes Gesindel, einen hirnverschissenen Drecksgoethe zum größten Genie ernennen. Ihr Schwachköpfe, ihr lausigen Schwachköpfe. Das Universalgenie ist es. Das Universalgenie ist es. Hier in Stuttgart, am Rande von Stuttgart. Da ist es praktisch. Da ist es. Da ist das Universalgenie von Planet Erde. Da ist das Universalgenie von Planet Erde. So.
Also, nochmal, das ist der Planet. Das ist der Planet. Und seit es Menschen auf diesem Planeten gibt, gibt es nichts Vergleichbares mit dem Universalgenie. Und was fällt euch kleinen Dummköpfen ein, solche Früchtchen hier, solche Polizeifrüchtchen hier, versteht ihr, was ihr macht, ihr Drecksmedien, ihr verfluchten Drecksmedien und diese scheiß Idiotengesellschaft, was ihr macht, ist lächerlicher Quatsch, ihr seid ein Sauhaufen seid ihr und was ihr hier mit eurer beschissenen, Seriositätsspielchen hier treibt, ihr Schwachköpfe, euch gehört in den Arsch getreten. Was sind das für Polizeiwürstchen, die ihr mir vorzieht, wo ihr meint, oh, die sind aber so seriös. Versteht ihr? Da kommt's auch in die Kommentare, hat mir da einer was geschrieben. Was hat's mir geschrieben? Moment, ich tue es gleich mal über Dings. Ideen sind gut, aber mit den Ausdrücken nimmt dich doch keiner ernst. Mei, oh mei, sagt der Hanna. So eine Person. Und ich sage ja genau darum, der geht es. Zuerst kam ich und habe mich bei der Gesellschaft mit guten Gründen über viele Jahre um Gehör bemüht. Heute vernichte ich eine Gesellschaft, wenn sie mir nachweislich zu Unrecht Gehör verweigert. Ich vernichte ihr Ansehen, ihre Stellung. Mir reicht es gar nicht mehr, von ihnen etwas zu bekommen. Ich nehme ihnen alles weg, was mir zusteht, und zum Dank werfe ich ihren Ruf auf den Müll. Versteht ihr? Auf den Müll mit dem Ruf dieser hohlen Schwachköpfe, die mir entgegenstehen. Wenn ich komme, dann steht ihr stramm als Gesellschaft. Und das werde ich auch der Polizei und der Justiz und wem auch immer und der Wissenschaft und egal was es noch gibt, Religion und Tod und Teufel, ich werde es euch beibringen. Wenn das Universalgenie auftritt, dann habt ihr stramm zu stehen, ihr Saubande, ihr lausige, dumme Saubande, habt stramm zu stehen, wenn das Universalgenie auftritt. Arian, mörderische Dummheit, hirnverschissener Idiotengesellschaft, bestrafen, sagt der Weltführer. Versteht ihr? Die Leute erwarten, dass sie hier vom Volk irgendwie jetzt, das sind sie gewöhnt, ach ja, wir halten ja alle so zusammen und wir haben uns ja alle so bemüht. Alles Scheißdreck. Wenn das Universalgenie gekommen ist und ihr steht nicht stramm, dann habt ihr, versteht ihr? Ihr habt was zu erwarten, ihr habt Strafe zu erwarten, ihr habt Strafe zu erwarten. Und das soll bis in euer Privatleben hineinwirken. Das soll bis in euer Privatleben hineinwirken, versteht ihr Schwachköpfe in dieser Idiotengesellschaft. Bis ihr richtig Angst bekommt. Ja, davon sind wir noch ein bisschen entfernt, aber das sage ich euch. Ich werde das Volk, werden Sie mir mal zuhören, ich werde Sie auf euch hetzen, in einer ganz gesunden Art und Weise, dass ihr Angst bekommt, dass ihr Angst bekommt. Ich kann es nur sagen, bestraft all diese Versager, diese dreckigen Versager in dieser Idiotengesellschaft, die sich dem Universalgenie entgegenstellen. Und jetzt kommen wir nochmal zur Argumentation. Ich habe gezeigt, dass nehme ich nochmal Bezug auf meine Mail und meinen Hinweis. Ich habe mir hier was sagen lassen, praktisch von einer Expertin, von einer Mutter, wie Autisten manchmal einfach irgendwas, ihre Aufmerksamkeit fällt auf irgendwas und dann sind sie völlig
Ja, dann gehen Sie dem völlig vergessen Sie alles und gehen dem nach. Das hat die Mutter mit Beispielen gesagt. Und dann habe ich gesagt, also, man müsste viel mehr auf den Moment eingehen. Was war kurz vorher an dem Tag, als der Adrian aufgebrochen ist? Und dann kam, ohne von irgendwas gewusst zu haben, meine Idee, ja, was ist denn mit dem Fernsehprogramm? Hat der Junge was im Fernsehen gesehen? Und dann habe ich nach dem Fernsehprogramm gesucht und habe gesehen, da kam beim Sandmännchen um 18.50 Uhr, wenige Minuten bevor der Junge los ist, kam eine Sendung der Cowboy auf dem Motorboot. Und dann habe ich mir den Film angeschaut und ja, da geht's um einen Cowboy auf dem Motorboot. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eine Erklärung. Das ist eine plausible Erklärung. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt wirklich so war, dass der Junge Fernseher geschaut hat. Aber das ist etwas, was Sinn macht. Das sind die Gedanken eines Weltführers. Das sind die Gedanken eines des größten Universalgenies auf Planet Erde. Während die ganze dumme Meute nur blind rumsucht, befasst sich das Universalgenie mit der Frage, was ist in dem Kopf von dem Jungen vorgegangen? Und wenn man sich das anschaut, wie aus der Ferne ich praktisch hier versuche, etwas zu ergründen und was für überragend gute und plausible Gedanken dabei zustande kommen, dann erkennt ihr, dass es nichts Vergleichbares mit dem Universalgenie auf Planet Erde gibt. Ich habe den Führungsanspruch über die Menschheit auf diesem Planeten. Ganz klar, das sage ich ganz klar, ich habe den Führungsanspruch über die gesamte Menschheit auf diesem Planeten. Und was soll mir dann so Polizeiwürstchen hier, was sollen die mir dann entgegenstehen? Was soll ich mich dann von denen aufhalten lassen? Ich mache einen Hinweis, einen überragend guten Hinweis und dann erwarte ich, dass man drauf eingeht. Dann hätten die ja sagen können, nein, der Junge, wir sind der Frage nachgegangen und der Junge hat nicht ferngesehen. Das hätte ja sein können, versteht ihr? Ich bin kein Hellseher. Ich habe nur die besten Ideen auf Planet Erde. Da muss man eingehen und das bringe ich euch gesindelt bei. Wenn sich das Universalgenie meldet, dann habt ihr Polizeiwürstchen und ihr Polizei- und ihr Justizwürstchen und ihr Wissenschaftswürstchen und Medienwürstchen. Dann habt ihr stramm zu stehen. Dann habt ihr darauf einzugehen. Das geht nicht mehr, dass ich mich irgendwo melde und die machen weiter irgendwelchen Scheiß. Dann gibt's was hinten drauf. Und das war dieser Stand. So, und dann ging's aber weiter. Dann kam dieser Bericht. Wo haben wir's denn? Ja, dann kam dieser Artikel, dass der Adrian tatsächlich Fernseh geschaut hat, direkt vor dieser so verlief der Abend, an dem Adrian verschwand. Da wird ausdrücklich berichtet, sie haben Fernseh geschaut und also, was war also an dem Abend geschehen? Einer von Arians Lieblingsplätzen im Haus ist die Treppe an der Haustür der Familie. Abends sehen Arian, sein Bruder, seine Mama und sein Papa gerne gemeinsam Fernsehen und Kinderfilme. Das ist sozusagen ein Familienritual. Arian ist immer voller Energie und Freude und er springt und hüpft vor dem Fernseher. Damit muss man, ich habe erst gesagt, von 95%, aber nein, das ist 99%. Sie haben nicht nur Fernseher
Fernsehen geschaut, sie haben Kindersendungen geschaut. Also um die Zeit kommen Sandmännchen. Mit einem sechsjährigen Kind, mit diesen Informationen muss man davon ausgehen, der Junge hat Sandmännchen geschaut. Und im Sandmännchen kam dieser Film mit diesem Cowboy auf dem Motorboot. Und damit muss man sagen, hier spricht jetzt wirklich mit überwältigender Wahrscheinlichkeit alles dafür. Der Arian hat sich in den Kopf gesetzt, ein Motorboot aufzusuchen. Und das macht, gibt diesem ganzen Vorhaben Sinn. Warum sonst soll man seine Spuren am Fluss gefunden haben? Diese sagen die dummen Leute, ja, er hatte sich zum Wasser irgendwie eine bestimmte Beziehung. Blödsinn, was soll er denn machen mit dem Wasser um die Jahreszeit? Auch wer gern badet, der badet nicht um die Jahreszeit. Aber das Thema Motorboot, das macht auch um diese Jahreszeit Sinn. Also, auf diese Weise, versteht ihr, da können wir sagen, ja, die Polizei kann ja nicht auf alles eingehen, was irgendein Bürger, ich bin nicht irgendein Bürger, ich bin das größte Universalgenie auf diesem Planeten und aller Zeiten. Einfach mal so ein bisschen pauschaliert. Aber auf jeden Fall bin ich für irgendwelchen Polizeiwürstchen und für irgendwelche Dingswürstchen, für irgendwelche Medienwürstchen, die mir geistig nicht bis zu den Schnürsenkel reichen. Da gibt es jeden Grund, mich ernst zu nehmen. Wer sich auf das hinausreden will, ja, wir sind die Polizei und wir können ja nicht jedem und nicht auf alles eingehen. Nieder mit so einem saudummen Geschwätz. Diese Leute müssen bestraft werden. Diese Leute müssen bestraft werden. Wenn der Weltführer seinem Ziel noch etwas näher gekommen ist und ihr langsam begreift, mit wem ihr es zu tun habt, dann müssen diese Leute, die mir das Leben schwer gemacht haben, die auf meinem Weg hinderlich waren, die müssen bestraft werden. Bis in ihr Privatleben hinein. Es sind keine Helden, es sind keine verehrungswürdigen, respektablen Leute, sondern es sind schädliche Leute dann gewesen in diesem Fall. Also, ich bin hier ganz hart. Ich bin hier ganz hart. Wenn ich komme, dann habt ihr stramm zu stehen. Dann habt ihr stramm zu stehen. Und das werde ich der gesamten Polizei noch beibringen. Ihr und nicht nur der Polizei. Wenn das Universalgenie sich meldet, dann habt ihr stramm zu stehen. Und wenn ihr es nicht tut, schadet ihr der Menschheit. Aber denkt nicht, dass ich ein Amokläufer wäre und irgendwie und ihr mich auf diese Weise irgendwie, dass ich durchdrehe. Nein, ich sage aber, es werden Sachen passieren. Die Menschheit wird erkennen, wie sie Schaden hat, wenn nicht auf mich gehört wird. Und diesen Schaden werde ich auf euer, in der Bibel gibt's diesen Dings, dass das sein Blut komme auf euer Haupt oder so. Ja, das Blut des Arian komme auf euer Haupt. Das Blut, ihr seid dann nicht die Guten, ihr seid nicht die sich bemüht haben, sondern ihr seid gnadenlos und kompromisslos, die von denen zu sagen ist, Arian, mörderische Dummheit, hirnverschissener Idiotengesellschaft, bestrafen, sagt der Weltführer. Bestrafen, versteht ihr? Bestrafen. Ich will, dass am Ende dies so eines Falles die Polizei sich fürchtet. Sie soll sich fürchten. Ja, sie soll sich fürchten. Also, und überlegt euch, was mit den einzelnen Leuten zu tun ist, damit sich die Polizei fürchtet, in Zukunft nochmal so mit mir umzugehen. Sie haben in mehreren Fällen versagt. Das ist nicht der erste. Ich habe diesen Fall erwähnt mit dieser Frau aus Marbach, die ist gestorben, weil die Polizei nicht auf mich gehört hat. Das war die Cecilia P. Und auch dieser Karl-Heinz Lebherz könnte wohl noch leben, wenn man auf mich gehört hätte.
Cecilia P., das war die. Ich habe gesagt, wo diese Frau zu finden ist. Und genau dort war sie. Und die Polizei hat es nicht beachtet. Und dann haben spielende Kinder ihre Knochen dort gefunden. Ja. Und ja, nochmal, ich sage es ganz bewusst, für euch ist das jetzt ein Guter, dieser Typ hier, wo ist er da? Das ist ein Guter und ihr seid so, ja, und wir sind alle, helfen alle zusammen und so und so und so. Und ich sage, wenn ich irgendwo komme und man hört nicht auf mich, dann geht's um mörderische Dummheit. Und das Ansehen der Leute, die da versagen, da muss man wirklich, das muss man mit Mördern vergleichen. Das muss man mit Mördern vergleichen. Also über ihn hinaus, insgesamt als Gesellschaftskritik. Ja. Ich zerschlage in Grund und Boden diese himmelschreiend hirnverschissene Idiotengesellschaft. In Grund und Boden. Ihr miserabler Sauhaufen. Und für diese Aussagen gibt's heute allen Grund. Es gibt heute allen Grund. Wenn sich doch noch rausstellen sollte, dass dieser Arian doch nicht Sandmännchen geschaut hätte. Ich, wie gesagt, ich bin kein Hellseher. Aber es gibt keine Entschuldigung. Ich habe bewiesen auf meiner Website in so vielen Fällen, dass ich der größte Fallanalytiker der Menschheit bin. Und wenn ich mich melde, dann hat die Polizei so oder so stramm zu stehen. Die haben so oder so stramm zu stehen. Das gibt's nichts anderes. Und das muss denen beigebracht werden. Und da geht's nur über Exempel. Vielleicht können sie sich in dem Fall noch irgendwie rauswinden. Auf irgendeine Weise rauswinden, weil er, wie gesagt, der Arian doch nicht dieses Sandmännchen gesehen hat. Aber das gibt ich trotzdem keine Entschuldigung, weil es eben zeigt, wie gut meine Überlegungen sind. Und man kann mir nicht ausweichen. Man kann mir nicht ausweichen, ohne einen Fehler zu machen und ohne bestraft zu werden. Mir auszuweichen, wenn ich in einen Fall komme, das geht nicht. Da muss Erziehung her, da muss Strafe her. Das muss sich für diese Leute so schwerwiegend auswirken, dass es so ein Exempel wird, dass es sich kein weiterer Polizist erlaubt, mich zu ignorieren. Und so schwer muss man diese Leute dann bestrafen, wenn sich das herausstellt, dass ich recht habe. Die Drecksjustiz, diese verfluchte Drecksjustiz, mit der ich es in Deutschland zu tun habe, diese verfluchte kriminelle Drecksjustiz und diese Idiotenpolizei, wie sie sich oft verhält, die müssen auf ihre Plätze verwiesen werden. Die müssen auf ihre Plätze verwiesen werden. Und das, das muss man in den Fällen machen, wo sie dann praktisch als Versager überführt sind. Nochmal, ich habe auf meiner Website viele Weltsensationen. Ich erinnere, angefangen immer wieder bei der Wiener Reichsbrücke. Das ist eine Weltsensation, die ihr Drecksidiotengesellschaft einfach nicht
beachtet, angemessen. Ihr, als ob ihr Besessene seid, als ob ihr vom Teufel besessene, hypnotisierte, getriebene seid. Ihr verhaltet euch nicht wie denkende Menschen, sondern ihr verhaltet euch wie Besessene, wie Hypnotisierte. Und deshalb, wenn man sagt, der Teufel fürchtet das Weihwasser, das ist ein Blödsinn, der Teufel fürchtet das Weihwasser nicht, aber die Leute wissen, was damit gemeint ist. Und so fürchtet ihr Idioten den Fall der Wiener Reichsbrücke. Dieser Fall könnte mich weltweit berühmt machen, er könnte mein Leben verändern, aber ihr dummes Drecksgesindel. Und da meine ich jeden, auch Leute, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe, die sich aber mit Händen und Füßen weigern und wehren dagegen, dass sie in dem Fall der Wiener Reichsbrücke praktisch ihren Verstand einschalten und mir zu meiner angemessenen öffentlichen Beachtung verhelfen. Ihr sollt das Idiotengesindel in den Medien anschreiben deshalb. Und ihr sollt euch auch die logischen Beweise in vielen anderen Fällen anschauen. Ihr dummes Gesindel. Aber ich sag's auch ganz offen, auch Leute, die mir wohlgesonnen sind, die mich loben, die mir in vielen Fällen... Ihr seid wie besessen, wie vom Teufel besessen. Ihr seid wie hypnotisiert. Der Teufel erlaubt euch irgendwie nicht, euch mit diesem Dings, als ob eure Hände gebunden sind. Und wenn ihr mit der Maus es anklicken wollt, also ob ihr Stromschläge bekommt, als ob ihr Schweißausbrüche bekommt, wenn ihr den Artikel durchlest. Versteht ihr? Ihr seid... Das ist ein Mysterium. Ihr seid vom Teufel getriebene, vom Teufel besessene, vom Teufel hypnotisierte und abgehaltete Vollidioten. Wenn es darum geht, diese Weltsensation zu realisieren und angemessen damit umzugehen. Ihr verrückter Saupack, ihr verrücktes Dreckspack, ihr ekliges Dreckspack einer Idiotengesellschaft. Ich leide in diesem Leben. Ich habe so viele Nachteile, so viele Probleme, weil ihr dreckiger Abschaum so ignorant seid, ihr hypnotisierte Saubande. Also, ja, und jetzt überlegt euch, was war jetzt Satire und was nicht. Vielleicht war 99,9% keine Satire. Macht doch viel, das ganze Frage viel interessanter. Was war jetzt genau die Satire da dran? Manchmal gibt's gar keine Satire, manchmal ist alles Satire. Ich bin auf jeden Fall örtlich und zeitlich orientiert. Ich habe keinen Realitätsverlust. Ich weiß, ich bin heute kein Weltführer noch. Und trotzdem, das, was ich gesagt habe, hat schon seinen Sinn. Und jetzt müssen wir schauen, wie es weitergeht. Ich habe schon gesagt, versteht ihr? Vielleicht muss Gott Millionen von euch dummem Abscham totschlagen. Ja, bei der Sintflut hat Gott auch gedacht, er muss die Masse von euch einfach totschlagen. Er muss euch umbringen, weil ihr so ein dummer Abscham seid. Und der Supervulkan in Italien, versteht ihr, wenn der richtig ausbricht, bedeckt der ganze Europa mit Asche. Es wird keine Ernten geben, es wird Hungersnot geben, es werden Millionen Menschen sterben und vielleicht muss Gott Millionen von euch dummem Abscham umbringen, damit der Rest seinen Verstand wiederfindet. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Das ist etwas Ernstes und ich sage euch, ihr werdet heulen und Zähne klappern noch und ihr werdet an meine Worte noch denken und ihr werdet euch wünschen,
mehr rechtzeitig mehr Beachtung geschenkt zu haben. Da meine ich nicht nur den Dings, ich sage es ganz offen, ich habe auch, ich habe schon lang rechne ich mit Entwicklungen, die sich noch rausgezögert haben. Ich habe auch bei diesem Vulkan da, der da, wo war das, Madeira oder was weiß ich, wie hat es geheißen, bei Teneriffa da vor ein paar Jahren, auch das hatte das Potenzial, dass da was abrutscht an einer Vulkanflanke ins Meer und in eine 50 Meter hohe Flutwelle ringsrum in dem Atlantik, also auch an der anderen Atlantikseite in den USA. Auch da habe ich überlegt und habe mich aber auch so rumgeunkt und von so einer Katastrophe da fabuliert. Und ist nichts gekommen. Und sage ich ganz offen, ich habe nichts zu verbergen. Ich will nicht einen Ruf haben, der irgendwas ausblendet und wo der mich besser darstellt, als ich bin. Nein, so wie es ist, so ist es. Und deshalb ist auch möglich, dass dieser Vulkan hier in Italien sich wieder beruhigt. Das kann doch ich nicht wissen. Ich denke, vom Grundsatz her wird sich's so entwickeln, wie ich's sage. Und es wird auch eine Person geben, die so auftritt wie ich heute und damit erfolgreich sein wird. Das wird, ja, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich will mich nicht als Prophet aufspielen hier und da was verkünden, was ich letztlich nicht weiß, was dabei rauskommt. Aber ja, wenn's so ist, dann sage ich, meine Einschätzung ist es, Gott muss Millionen von euch dummem Drecksgesindel totschlagen, damit ihr zum Verstand kommt. Ja, damit ihr zum Verstand kommt. Und dann sage ich euch, okay, ich sage mal, vieles hätte es gar nicht gebraucht. Vieles hätte es gar nicht gebraucht. Aber ihr dummes Drecksgesindel zeigt einfach, dass ihr es nötig habt. Man kann euch mit Argumenten nicht erreichen. Ihr seid ein dummes, hirnverschissenes Drecksgesindel. Ja. Und nochmal, man muss ganz konsequent, logisch an das Ganze rangehen. Der Junge hat ferngesehen. Das steht mittlerweile fest. Und wie über diese Autisten, also auch in dieser Mail, wie die Mutter einer Autistin berichtet hat, ist es einfach so, es passiert was und die Kinder sind davon total abgelenkt und das wirft sie ganz aus der Bahn und sie konzentrieren sich dann nur noch auf das. Die Mutter hat es erlebt, die hat Beispiele gebracht, die Mutter von dem Mädchen. Und deshalb war es war hochgradig vernünftig, die Überlegung anzustellen, was ist wirklich kurz vorher passiert? Hat der Junge den Fernseher gesehen? Hat da was im Fernsehen seine Aufmerksamkeit erreicht? Und das habe ich erst gedacht. Dann ist nachträglich die Bestätigung gekommen, ja, der Junge hat ferngesehen. Und dann war, und die ganze Familie schaut gern mit den Kindersendungen. Also, und das war genau die Zeit vom Sandmännchen. Jetzt, wie gesagt, jetzt könnte man sagen, aber es ist ja auch noch nicht bewiesen, dass es das Sandmännchen war. Nein, das ist noch nicht bewiesen. Aber es ist bewiesen, dass meine Gedanken überragend gut sind und dass es
Es passt so viel, dass ich sage mal, jetzt passt 99%. Und es rechtfertigt auf jeden Fall alles, was ich gesagt und geschrieben habe zu dem Ganzen. Wenn auch noch mit 1% unklar ist, ob jetzt wirklich der Junge dieses Sandmännchen auch gesehen hat. Aber es ist so plausibel, was ich sage, dass meine Aussagen berechtigt sind. Und wenn er es gesehen hat, dann ist er einfach, wenn er dann sofort aufbricht Richtung Fluss, dann ist einfach dieses Thema Motorboot, dann ist das einfach etwas, was man unter keinen Umständen verschweigen darf. Dann muss man davon reden, dann muss man das überprüfen, aber auch davon reden. Die Polizei hat über so viel geredet, was sie machen. Sie haben ja nicht alles heimlich gemacht, sie haben über so viel geredet, sie haben die Öffentlichkeit aufgerufen. Und dann muss man auch zum Thema Motorboot an die Öffentlichkeit gehen. Und dass das nicht gemacht wurde, zeigt man, dass ich es mit Versagern zu tun habe, die nicht wissen, mit wem sie es zu tun haben. Die denken, ich bin irgendeine Person aus dem Volk, vielleicht noch ein bisschen dümmer wie die anderen. Ja, und es geht nicht. Da muss man reinschlagen und den Polizeifrüchtchen das Fürchten lehren. Den Polizeifrüchtchen das Fürchten lehren. Und auch der Justiz, der ganzen, ja, diesem Drecksstaat, diesem verfluchten, hochkriminellen, teuflischen Drecksstaat, diesem hochkriminellen, teuflischen Drecksstaat, diesen Mafiosi, diesen Erzverbrechern, diesen Freimaurerintriganten, die euch Idiotenvolk mit der Parole nur keine Verschwörungstheorien glauben, die euch gefangen halten, wie im Mittelalter die Idioten, als man ihnen gesagt hat, das und das dürft ihr nicht glauben, sonst seid ihr ein Ketzer und die Erde ist eine Scheibe. Ihr dummes Idiotengesindel, soweit dazu.